Willkommen zu diesem Video. Heute machen wir was richtig Cooles. Ich freue mich auf dieses Video seit 3 Monaten, seit ich die Idee hatte. Und endlich habe ich alles so vorbereitet, dass wir endlich dieses Video drehen können. Ich freue mich so extrem, wie ein kleines Kind, was zu dem Thema passt, weil wir eine Reise in die Vergangenheit machen. Und zwar werde ich heute das komplette Playmobil aufbauen, was wir daheim hatten. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine Schule von Playmobil. Da meine Mama aber in einer Schule arbeitet, ist die Playmobil-Schule dort, damit die Kinder, wenn sie irgendwie krank sind und auf ihre Mama warten, im Sekretariat dort spielen können. Das heißt, das ist leider nicht dabei, aber ansonsten, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles habe. Ich habe ein Forsterhaus, ein normales Haus und eine Tierarztpraxis oder so. Aber ich freue mich so, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Jetzt muss ich nur noch einen guten Winkel für die Kamera finden und dann legen wir los. Ich hätte auch überlegt, unseren Ofen anzumachen, aber ich dachte, ich hantiere mit Plastik. Lieber nicht, bevor irgendwas schmilzt. Okay, ich würde sagen, ich habe viel zu viel gelabert. Wir fangen direkt an mit dem Video. Es war bei meiner Mom in einer Holztruhe in diesem Bettlaken, damit die ganzen kleinen Teile nicht rausfallen. Und jetzt muss ich das aufmachen. Hä? Achso, das geht in die andere Richtung. Der Schlaues, der ist gut. So, hier, okay. Ich habe selbst mal nicht reingeguckt, ich schwöre es euch. Ich habe das einfach so transportiert und dann nicht geguckt, was alles drin ist. Oh. Wir haben sogar noch diese Schatzkiste. Okay, das ist so cool. Oh mein Gott. Wir haben ein Einhorn. I'm sorry, wenn ich cringe bin, aber ich freue mich so hart auf dieses Video. Wirklich. Einfach super krass. Geben wir alles. Einhorn. Schreibt es in die Kommentare. Okay, ich hoffe, das war alles. Okay, also, das hier. Die Anleitung. Das sind die ersten Schritte. Let's do this! Okay. Okay, wir fangen jetzt an, das hier zu bauen. Als erstes brauche ich diesen Untergrund. Hier ist schon mal was, aber ich brauche einen blauen. Ich versuche schon mal alles so ein bisschen rauszusortieren, was dazu gehören könnte. Das auf jeden Fall. Oh, ich sehe schon, dass mein Rücken richtig wehtun wird. Ich dieses gelbe Schrauberding nicht brauche, vielleicht ist aber auch eins dabei. Wir wissen es nicht. Eine Krake. Kennt ihr, diese Kraken sind so cool, weil die leuchten nämlich auch im Dunkeln. Ich glaube mittlerweile bestimmt nicht mehr, aber wir können das gerne nachher mal ausprobieren. Okay, ich glaube, das gehört noch dazu. Oder?
an. Und dann brauche ich noch so einen Stab. Okay. Ich habe noch ein gelbes Ding gefunden. Jetzt ist dunkel geworden, aber ja, die andere Lampe muss ich noch suchen. Aber ja, wir haben das Auto mit Kennzeichen, PM für Playmobil, nehme ich mal an. Wir haben hier Ultraschall oder Röntgengerät, sowas, Milch. Hier die Sekretärin oder was auch immer. Und ich denke, ich werde noch ein bisschen was finden, wenn ich noch ein bisschen weitersuche. Aber ich würde sagen, für heute war das eine erfolgreiche Geschichte. Das war's mit dem ersten Teil dieses Videos. Ich hatte ja eigentlich vor, jeden zweiten Mittwoch was hochzuladen, da dieser Teil oder diese Serie zurück in die Kindheit aber viel länger gedauert hat, weil ich habe jetzt das eine Video schon geschnitten mit der Tierarztpraxis und das sind circa 8 Minuten und ich denke, das reicht völlig für ein Video. Deswegen werde ich wahrscheinlich bis zu 3 Teile daraus machen. Ich werde es aber nicht jeden zweiten Mittwoch hochladen, sondern jeden Mittwoch, sodass ihr nicht so lange darauf warten müsst. Und ja, ich freue mich so. Ich meine, das ist kindisch, aber ich freue mich einfach. Man muss sich auch einfach mal über so kleine Sachen freuen. Und ja, das nächste Mal gucken wir dann, was wir weitermachen. Aber ich freue mich. Das habe ich schon 1000 Mal jetzt gesagt. Aber egal. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Folgt mir auf Instagram oder TikTok. Und abonniert mich. Und you know, everything. Was man halt so macht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!